Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Happy Reels. Ich habe euch gestern, beziehungsweise heute, beziehungsweise es ist nach Mitternacht, auf Twitter gefragt, was ich denn spielen soll für morgen, beziehungsweise heute, beziehungsweise jetzt. Und ihr habt mit Happy Reels abgestimmt. Und ich denke, für die Uhrzeit war das eine ganz recht gute Beteiligung. Also hoffe ich, es gefällt euch natürlich. Und wenn ihr auch unbedingt meine Abstimmung dabei sein wollt oder irgendwelche wichtigen Sachen nicht verpassen wollt. Ich hab Twitter, Leute, folgt mir auf Twitter. Und erstellt mir auf jeden Fall neue Level, weil ihr seht, hier sind wir gerade. Und die schaffen wir wahrscheinlich heute alle in einer Folge. Das heißt, ich habe dann gar keine Level mehr. Und dann brauche ich wieder Level unter Daniel LP. Also machen wir jetzt erstmal mit Daniel LP Tierquiz von Janos22223 oder Janos22223 oder Janos22223 oder Janos200. Ach, lassen wir das sind so viele Zahlen. Jo, Dani, ich habe mal kurz dir ein Tierquiz gemacht. Mal schauen, ob du schaffst. Also ich bin ja der weltweit führende Experte in Tierquizzen, von daher werde ich das schaffen und ich muss es leiser machen. So. Ah, nein! Das habe ich. Stopp! Stopp, ich will ehrlich gewinnen. Ich habe das nicht mal gelesen, weil ich nebenbei gerade den Ton leiser gemacht habe. Okay, wie kräftig sind die Kiefer der brasilianischen Wanderspinne? So stark durch Plexiglas zu beißen, so stark, um durch Schuhe zu beißen. Das wusste ich aber auch. Das waren die Schuhe, klar. Richtig. Oh Gott, die sind gar nicht geschützt. Ich hasse das. Leute, wenn ihr sowas habt, dann müsst ihr es einfach auch schützen, weil man kann einfach so reinfallen. In welcher Flügelschlagform fliegt der Kolibri? Ganz normal wie jeder Vogel? Nein, in einer Acht fliegt er nämlich. Richtig, der Kolibri ist dabei der einzige Vogel, der kopfüber fliegen kann. Das stimmt. Hund. Farbratte. Was? Also. Welches Tier wird auch als bestes Haustier für Kinder genannt? Naja, genannt wird ja immer der Hund. Aber ich finde, Farbratten sind besser. Hä? Ja, sag ich doch. Genannt wird ja aber meist wirklich nur dieser blöde Hund. Als ob Hunde die besten Haustiere wären. Das sind sie nicht. Die halten sich für besonders toll, aber das sind sie nicht. Weiter geht's mit Daniel P. Fix von Theo Kimo. Habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich mal 15 Mäuse hatte? Es waren eigentlich mal zwei, aber die ich gekauft habe, war schwanger. Und dann hat sie 14 Babys bekommen. Nee, es waren sogar 16 dann. 16 Mäuse. 14 Babys. Hey Dani, die hat übrigens alle durchgebracht. Also da bin ich stolz auf mich. Ich habe sie extra mit Katzenfutter gefüttert. Und das, obwohl ich irgendwie 15 war und ich sie 3 Wochen lang unter meinem Bett hielt. Also jetzt nicht böse. Die waren in so einem, ja, ich habe so Plexiglaskasten, so wo man Sachen reintut, habe ich umgebaut in so ein Mäusedings und habe sie dann auch immer rausgezogen. Was heißt jetzt rausgezogen? Ich habe dann halt immer so gehabt, dass er auch Tageslicht und alles abbekam. Also die waren glücklich, denen ging's gut. Da hat sie 14 Babys bekommen, sie sah so richtig ausgeleiert aus. Welchen Foto davon finde, schicke ich es vielleicht hier mal an dieser Stelle, füge ich es vielleicht ein. Hey Dani, das ist nur ein Fix. Okay, dann schauen wir uns mal den Fix an. Hey Dani, wir sehen mal wieder, dass du unser letztes Level nicht geschafft hast. Hast du hier nochmal. Ah ja, das habe ich ja schon gespielt. Und jetzt will ich gucken, was sie gefixt haben. Das scheinbar nicht. Oh Gott. Was habt ihr gefixt? Oh, wahrscheinlich den Wagen. Aber den überspringe ich einfach mal. Ich sagte, den überspringe ich einfach mal. Portal. Oh mein Gott, das war ein schlechtes Portal. Das war ein ganz schlechtes Portal. Oh mein Gott! Puh, das habe ich gut gemacht. Dani Epi Rainbow von Little Suchti. Taste the Rainbow. Hey Daniel und André, ich habe dieses Level zwar schon einmal unter Rainbow One veröffentlicht, aber ich dachte mir, ich konnte es hier ja nochmal erreichen. Little Such die Kekscher. Kekscher. Fahre nach links. Nee, kein Bock. Schau. Ich lasse mir gar nichts vorschreiben. Gegen das System. Oh, irgendwie. Glaubst du mir, dass hier eine Mine ist? Nö. Ah, ich sollte dir glauben. Ich sollte dir glauben. Andererseits bin ich jetzt meinen scheiß Sohn los. Yay. Wow. Eine Brücke. Oh Gott, ein Fahrrad. Hui. Ja. Komm. Ja, ich so schnell. Was passiert, wenn ich wirklich nach links fahre? Es ist langweilig. Dö, dö. Ist das Le. Ah, du! Du! Man lässt sich so von den Pfeil ablenken. Das ist genau wie mit diesem Kleid.
Ob es blau-weiß oder gold-schwarz ist, ich hab's nie. Nie in Gold, in Gold-Weiß gesehen. Immer in Blau-Schwarz. Es ist ja auch wirklich Blau-Schwarz und daher bin ich einfach cooler als alle anderen. Ist so. Sorry. Hui! Oh. Das hat irgendwie nicht geklappt, aber ich bin Gewinner der Herzen. Komm. Dani P. Sir of the Four von Finn96. Hey Dani, viel Spaß. Rest steht im Level. Okay. I! Also, hi. Ja, so I, Dani. Hi, Dani. Und andere. Das ist mein... Was soll ich machen? Stopp. Das ist mein erstes Level, also bitte bewerte, aber nicht so streng. Es ist sehr einfach und schwarz und weiß gehalten, wie du siehst. Achtung, du wirst... auch durch die Plattform fallen. Baut etwa 2 Stunden. Okay, jetzt hab ich's. Danke. Ist okay jetzt. Jetzt kann ich. Hey. Ich sagte doch, ich bin jetzt bereit. Oh, man. Einfach nichts drücken. Einfach gar nichts machen. Du schaffst das, Dani. Du schaffst das. Sei unproduktiv. Sei Dani. Okay. Okay. Woo, mein Teil. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Dani P. von Leda Lappen. Hi, Batman. Hey, Dani und andere Happy Weird Spieler. Ich habe mir mal Zeit genommen, um euch ein Quiz-Level zu erstellen. Viel Spaß. Dani, wenn du den Keks haben willst, musst du das Level zu Ende spielen. Oh, Manu. Viel Spaß bei meinem ersten Quiz-Level. Es ist etwas, in einem etwas schweren Level, aber es ist schaffbar. Viel Glück. Okay. Ah, das mag ich doch. Guck mal hier. Alles fest. Welche der genannten Lebensmittel hat mehr Eisen? Spinat. Esst mehr Schokolade! Schokolade ist gesund! Ihr habt den Beweis! Das war jetzt auch geraten, aber ich dachte wirklich Spinat, weil so Popeye-mäßig so. Erstmal Spinat und dann klappt das oder so. Hui! Wodurch trocknet Sekundenkleber? Feuchtigkeit oder Wärme? Ich würde sagen Feuchtigkeit, weil es muss ja nicht warm sein. Aha! Ich bin so gut. In welcher europäischen Stadt gibt es am meisten Brücken? In Hamburg. Ich war schon mal in Hamburg. Und ich habe eine Stadtführung mitgemacht. Schon dreimal. Sogar mehr als in Venedig. Was bekam man weltweit beim ersten Münzautomaten für sein Geld? Wasser? Wahrscheinlich ist es Brot, aber ich tippe auf Wasser. Nein, es war Wasser. Also gut. Wie hoch ist die Höchstleistung eines durchschnittlichen Pferds? 1 PS ist eine Pferdestärke. Von daher denke ich, dass ein Pferd 1 PS hat. Alter, warum hat ein Pferd 10 Pferdestärken? Das ist unlogisch. Ja, mein Pferd ist so stark wie 10 Pferde. Das hat 10 PS. Okay. Warum mache ich das jetzt nochmal? Na, weil ich den Keks haben will. Oh. Weil wir haben es ja gesehen. Aber ganz ehrlich, wie unlogisch ist das? 1 PS ist eine Pferdestärke. Und mein Pferd ist so stark wie 10 PS. Das ist so unlogisch. So unlogisch. Ich gehe nachher. Also ich lege der Berufung ein. Ich gehe nachher zum Gericht. Und dann sage ich erstmal, dass ich das nicht will so. Das geht einfach nicht. Das kann doch nicht stimmen. Über 10 Pferdestärken. Ein durchschnittliches Pferd. Ah, die Höchstleistung. Ah, okay, vielleicht. Okay, was steht da? Ich habe den Keks jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Bewerten nicht vergessen. Ich kann nicht bewerten, aber ich habe einen Keks. Dani P. Freude der 13. von Janus 22223 oder Janus 2222-3 oder Janus 222-23 oder Janus 222-23 oder Janus... Lassen wir das. Hey Dani, hab dem kleinen Horror-Level gebaut. Hab Spaß, Angst und Glück. Okay. Wann? Was steht da? Next are you. Oh mein Gott! Die! You hard! Die! Oh. Ich bin gestorben. Ich bin gedeiht. Nein, das erschreckt mich nicht. Woo! Yeah, bitch! Dani P. von XCookieX. Hey Daniel, das ist mein erstes Level für dich. Und allgemein, es ist sehr kurz. Cool. Naja, bewerten bitte in Schuhnoten. Runterscrollen. Nichts. Toll. Hey Dani, Andre. Ist mein erstes Level, also erwarte bitte nicht zu viel.
Vorsicht, der ist vergiftet. Oh Mann. Du gehst in die Stadt einkaufen. Düm, 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 düm. Ich gehe auf den Laden, weil ich cool bin. Weil du cool bist, hast du ein Meerschweinchen dabei. Gehabt, jetzt ist es weggelaufen. Oh, Menno! Ich will das da. Ich will die Münze. Wie krieg ich die Münze nicht? Geh und suche es. Na, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden mit den Geh und suche es, aber okay. Nochmal, 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 nochmal! Ich will die Münze. Oh, da sind Minen. Ich sehe sie. Ich gehe und suche mal Meerschweinchen. Mit wem bin ich denn einkaufen gegangen? Mit Cookie oder Krümel? Bestimmt mit Cookie, weil Krümel, der achtet nicht auf die wunderschönen Dinge. Facepalm, es ist nicht weggelaufen. Es wurde von dir im Laden vergessen. Mensch, Dani. Aber egal, du bist trotzdem die beste YouTuberin. Ich hab Krümel im Laden vergessen oder Cookie? Das schreit so laut, die kann ich gar nicht vergessen. Weil sie so laut schreien. Dann EP Adventure 2 von Gerlef Marke 32. Hey, Achtung, hier. Also erstmal Level bewerten. 2 plus. Achtung, hier erwarten dich viele mögliche Enden. Du entscheidest, welches du siehst. Die drei Hauptcharaktere hier sind Schwarz, Erzähler, Blau, Levelersteller und Grün, Dani. Ich hoffe, alles funktioniert. Viel Spaß. Ich will mal blau sein. Das ist Dani. Mann, bin ich wunderschön. Als sie eines Morgens erwacht, sah sie, dass sie ein Mann geworden war. Was? Wie ist das überhaupt möglich? Jetzt komm. Plötzlich hörte sie eine Stimme. Hallo Dani, schön, dass du auch hier bist. Wer und wo bist du? Wer hat dir meinen Namen gesagt? Die Stimme ignorieren. Also, Bitch, wer hat dir meinen Namen gesagt? Hast du etwa nicht gelesen, was der Erzähler gesagt hat? Außerdem bin ich der Levelersteller. Soll mich das jetzt beeindrucken? Naja, irgendwie schon. Ich weiß, was als nächstes passieren wird. Ich habe die Macht. Okay, ist auch alles in Ordnung bei dir? Cool, gerade mal 2 Minuten da und schon wird er verrückt. Ist klar, ich bin nochmal weg. Ja, das war doch schlimmer. Überstehst du meine Prüfungen? Erstens, Todesklinge. Ach, fick dich doch. Aua. Nein, überstehe ich nicht. Doch mal. Es ist lustig. Es macht Spaß. Wer und wo bist du? Bitch. Ich bin der Steller dieses Levels. Wahrscheinlich hast du einige Fragen, oder? Also, eigentlich nicht. Ich würde gerne wissen, wieso ich ein Mann bin. Was mache ich hier? Ich würde gerne wissen, wieso ich ein Mann bin. Das ist eine witzige Geschichte. Eigentlich wollte ich dir eine Art Maske geben, damit du aussiehst wie die echte Dani. Doch als ich fertig war, merkte ich, dass ich gar nicht mal so gut darin bin. Dann habe ich alles wieder gelöscht. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann musst du die Story herausfinden, warum du ein Mann bist und wie du das rückgängig machen kannst. Also, hier bist du als Mann. Das heißt, deine Inkompetenz ist dafür verantwortlich? Ich kann das rückgängig machen? Ich kann das verstehen. Nicht jeder kann so perfekt sein wie ich. Das heißt, deine Inkompetenz ist dafür verantwortlich? Jetzt habe ich meinen Fuß gebrochen. Bitch, please. Please, bitch. Mein Schuh kommt sogar hinterher. Alter, ist das lame. Also so würde ich das nicht sagen. Ja doch, ist schon ziemlich lame. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich wusste es. Nein. Doch. Ich will nicht runterfallen. Und sie stritten sich noch Jahre weiter. Im Jahr 2019 gab der Levelersteller nach und platzierte ein Fähnchen. Währenddessen bekam Dani genug Abonnenten, um die Welt zu erobern. Und ein Zeitalter des Friedens und der Kekse begann. Ja! Nochmal! Ich will noch mehr Möglichkeiten. Komm, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Wer hat dir meinen Namen gesagt? Nochmal. Da, das hatten wir schon. Aber... Hatten wir schon. Ist klar, ich bin nochmal weg. Und so floh Dani, weg von den Levelersteller, weg von den Level selbst. Sie stieg immer weiter auf, immer weiter, die Luft wurde kälter, bla bla bla. Bis sie aufwacht und alles wieder normal war. Woo! Ich bin kein Mann mehr! Ich finde das Level.
Ich muss sagen, ich finde das Level richtig geil. Aber ich habe einen besseren Vorschlag, als wenn ich jetzt hier alle Endings durchspiele. Ihr guckt einfach unter Daniel P. und spielt das Level selbst. Und dann schreibt ihr mir eure Enden in die Kommentare. Okay? Machen wir es so. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann spielt ihr dieses einfach selbst. Ich find's richtig cool. Weiter geht's mit Daniel P. von Micha Gabriel 6. Hallo Daniel, das ist mein zweites Level für dich. Also wirklich Respekt, das war richtig cool. Lass mich raten, den kann ich nicht nehmen. Doch, kann ich sogar. Ha, 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 ha. Hui. Oh Gott. Ich bin so gut. Weiter geht's mit Daniel P. Fight Poco von Quente. Hey Daniel und Andro, dies ist mein zweites Level für dich. PS, Quente wird Queen. Oh. Queen T. Also wie das englische T wird wie T ausgesprochen. Queen T. Queen T. Okay. Weil Anspielung darauf sein soll, dass ich Theo heiße und meine Lieblingsfarbe grün ist. Queen T. T. Okay, okay. Queen T. Nicht Quente. Quente ist cooler. Nenn dich bitte in Quente um. Hey, der eine oder andere, du musst alle töten, weil einer von ihnen deinen Keks geklaut hat. Vielleicht hat Justin Bieber ihn. Bestimmt, diese alte Keksbanause. Oh, Obdachloser aus einer Mülltonne. Der hat ihn bestimmt geklaut. Die lieben Kekse. Der Weihnachtsmann war's. Natürlich. Ich wusste es. Hui. Können Sie bitte Ihren Kopf ein bisschen zur Seite nehmen? Ich kann so schlecht springen. Ja, bitte, bitte gehen Sie doch. Sie behindern mich gerade. Sorry. Hallo. Könnten Sie vielleicht... Also, das ist wirklich sehr unhöflich von Ihnen. Ich meine, ich bin schon unhöflich, weil ich auf Ihren Rücken springe. Aber Sie sind ja noch ein bisschen Stück unhöflicher hier gerade. Oh, ich will gar nicht wissen, wo ich das gerade reinstecke. Oh mein Gott. Endlich. Ich kann springen. Soll das ein mieser Scherz sein? Oh man. Justin Bieber. Obdachloser aus der Mülltonne. Der hat ihn ja eh nicht. Weihnachtsmann. Oder auch nicht. Typ, den ich nicht kenne. Dein böser Zwillingsbruder. Ich habe einen Zwillingsbruder. Er hat meinen Keks. Oh mein Gott. Das ist aber auch egal. Daniel P. von Nackmal. Sorry, ich mag so Poké-Level nicht. So, hier ist mein erstes Level für Daniel P. Ich bin auch nicht so gut in Level-Design. Aber egal. Liebe Grüße, Nacki. Du bist Nacki. Oh mein Gott. Ich bin wunderschön. Ich brauche den Fahrradtypen. Aber ich bin Wunder. Okay, ich bin hässlich. Halli, hallo Dani. Hier ist die Story. Dani P. öffnet eine Dose. Auf einmal kommst du heraus. Dani P. wundert sich. Ich bin ein Genie. Und ich habe ein T-Shirt mit Dani P. einfach, sonst keiner weiß, dass ich es bin. Hui, ich bin ein Genie. Ich bin ein Genie, der 1000 Mal gewonnen hat. Dani P. von... Fergie Minecraft, Fergie! Meine Kleine! Die Sachen sind zwar sehr kurz, hat trotzdem lange gebraucht. Machst du noch mehr Levels? Bitte bewerte es. Danke. Wie, ich mach noch mehr Levels? Willst du mich verarschen? Hallo Dani, dies ist ein AD-Plus-Quiz. Ich bin übrigens eine persönliche Schleimerin. Na klar weiß ich, dass du meine persönliche Schleimerin bist. Jobs gibt es auf meinen TS. Ein Keks für Dani. Ah, Fergie. Ah, Fergie, Dani, wir lieben dich. Was höre ich? Denn da! Oh nein! Ein Wasserfall! Au. Puh! Überstanden! Ich habe mir nur das Bein gebrochen. Aua. Jetzt ein Quiz! Welche Farbe hat das Level? Autsch. Regenbogen? Oder Regenbogenfarben? Ein paar verschiedene. Ich würde mal sagen Regenbogenfarben, weil es hieß irgendwie Regenbogenlevel wirklich. Es hieß so. Autsch. Ich beibe mich selbst. Das tut doch weh! Okay, ich bin wieder aus mir draußen. Alles gut. Ich komme da nicht... Ich bin dazu... Okay, ich muss gerade ein bisschen schauen, wie ich das mit meinem kaputten Körper so mache. Was ist der coolste Tag im Jahr? Weihnachten und Ostern? Weihnachten und Ostern sind nicht am selben Tag. Das wüsste ich. Dann hätte ich nämlich Doppelgeschenke bekommen. Und ich kann nicht fahren wegen mir. Ich will das nicht kaputt machen. Oh mein Gott. Oh, okay, ich wäre fast gestorben. Nochmal ganz schnell. Ist ja jetzt nicht so langer Weg. Das ist einfach, weil man sich diese scheiß Beine bricht. Ich hasse das so an Happy Wheels. Man sollte sich nicht so stark die Beine brechen können. Oh, schon wieder gebrochen. Toll. Aber diesmal hängt da noch irgendwie dran. Wann habe ich das nächste Mal einen gebrochen? Ich glaube hier.
Noch ist es Bein dran, noch ist es dran, noch ist es dran, 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 dran. Geburtstag. Klar ist das der Geburtstag, den 14.10., weil da haben Birgi und ich beide gleichzeitig Geburtstag, haben wir festgestellt. Also natürlich ist das der coolste Tag des Jahres. Ist doch logisch. Weil ich das jetzt irgendwie gerockt kriege. Bitte. Bitte. Ich möchte da runter. Wenn man keine Beine mehr hat, hat man auch keine Rechte oder was. Ich will mal einmal sprechen. Herr Sohn! Herr Zone! Bitte, kommen Sie. Nee. Willst du Werbung? Vertrau mir bitte. Ja, ich vertraue Virgi. Abonniert Ali Dani, sie ist die Beste. Sie hat Insta, Twitter, Facebook und Ask. Ich vertraue Virgi da wirklich, weil es ist Virgi. Dani P. Mike, wir von Nackmo LP. Mein zweite Map für Frrr. Da, die EP. Letztes Level übrigens, was ich habe. Also, ich brauche dringend Level, wenn ihr wollt, dass ich Happy Wheels spiele. Weil sonst kann ich Happy Wheels nicht spielen, weil ich keine Level habe. Heute mal mit Minecraft. Mal sehen. Dachchen. Ha. Eine Mine. Wow. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.